Hallo und herzlich willkommen hier. Wir machen heute eine Folge über Kettle. Ich kenne es nicht. RS19 Kategorie Thüringen, also unter Punkt 1. Ja, ich lasse mal gleich mal den Fahrer weiterfahren. Ich habe mir heute noch eine neue Version untergeladen von Audrive. Die Version 1.0.1107 RC1. So, ich lasse ihn mal jetzt fahren, den Mistfahrer. Unser Elefantengras ist noch nie reif. Und was ich kurz machen muss, mal gucken, ob ich hier ein Wachstum wegen mal Lenkrad ganz kurz an und aus. Dauert nicht lange. Ja, das Gras ist nun schön gewachsen, aber noch nicht reif halt, ne? Ja, nutzt auch nichts. Wir müssen gucken, wo stehen geblieben war. Ich glaube, düngen oder hier war düngen fertig. Ja, Sägewerk ist nicht so wichtig. Holz auch nicht. Getreideernte auch nicht. Unsere Luzerne und Raps, Rohklee ist Klee ist auch nicht reif. Das dauert noch ein bisschen. Tiere haben Stroh. Echt viele Fahrzeuge. Aber wir müssen gleich durch sein normalerweise. Normalerweise. Die Jups, da haben wir noch mal drin, 8000. Mal ganz kurz gucken. War der fertig? Selber düngen. Das war. Mal ganz kurz gucken im Menü. Und zwar gut, dass wir Helfer weiterarbeiten. Gut, das muss jetzt funktionieren. Weil wir ja, unsere neuen Traktoren. Die anderen sind woanders. Jups, da war ich stehen geblieben. Da hat er sich gerade erst festgefahren. Das war Wenderadius zu klein. Ich muss mal schauen, wo es noch hell gefärbt ist. Da müssen wir nochmal nachdenken. Ansonsten bin ich fertig. Scheint in der Mitte zu sein. Mache ich mal an. Ich habe festgestellt, es gibt noch größere Traktoren von derselben Marke, die auch Pflegereifung hat. Also der hat ja 300 auch noch was PS und der andere hat noch ein bisschen mehr. Also falls das mal zu wenig sein sollte, dann können wir hier auch noch ein bisschen aufrüsten. Ne? Also falls wir noch Traktoren brauchen. So, da sind wir fast durch hier. Dann müsste ich gucken, ob ich jetzt auf Feld Nummer 12 noch düngen müsste. Ich glaube schon. Das ist nicht ganz so wichtig, wenn man nicht ganz fertig ist. Denkt man da immer genug von Zeug haben. So, jetzt mal ganz kurz auffüllen. Aus Kalk. Kalk brauchen wir noch nicht. Weil das ist aktuell noch nicht so wichtig. Bambu müsste eigentlich noch gedüngt werden normalerweise. Dürfte nur noch gerade zu reichen. Ne? Also hier ist hellblau auf jeden Fall. Und dieses Feld auch. Hier war noch einer mit. Ja, der war genauso. Nicht im Blickfeld gehabt. Ja, mal gucken, wo steht das aktuell? Das kann man echt schwer sagen, ne? Also da beenden wir mal. Das kann nicht viel sein. Und wenn dann mal mit dem Pech. Weil mit Helfer und so, das klappt so nicht so immer richtig. Mit diesem Modus. Dann werden wir eben einklappen und dann gleich wieder voll machen und für Feld Nummer 47 starten.
kurz mit dem LKW fahren und da Nachschub holen. Eigentlich funktioniert die Fliegerbereifung so, dass er genau in den Reihen fährt, ne? Dass er entsprechend die Pflanzen nicht zerstört. Und das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Auf Dauer. Ist auch nicht vorgesehen, funktioniert dazu. Oh, schon. Hoffentlich bei Ton passt, ne? Wieder so eine Sache mit Ton. Weil ich mache die Aufnahmen ein Stück fertig und gut, im Extremfall müsste ich zwischendurch kontrollieren, was sicherlich machbar wäre. Aber dran denken, ne? Also denkt man nicht mehr dran. Ne? Bin dann so ganz schnell, ich will kurz überlegen, wegen Weihnachten, kurz überlegen. Rechnen kann man sagen. Tag 4, das muss Donnerstag sein. Ich wünsche alle mal ein frohes Fest und eine reichliche Bescherung heute Abend. Bis heute Abend ist. Müsste heute Abend nach Heiligabend sein, also hoffe, liege richtig. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, Gesundheit, ne? Gesundheit und persönliches Glück kommt ja meistens nur alleine, wenn man gesund ist. Ne? Das allerwichtigste, Gesundheit, natürlich auch alle anderen Familienglieder, die gesund sind, dass es da keine Probleme gibt. Mal die Pandemie, was sie so schreiben, ausgenommen, ne? Da ist, finde ich, ja, anderes Thema, ne? Ja, Gesundheit, das ist das Allerwichtigste, auch allgemein. Krank darf nicht sein. Sobald das über Geld kostet, ist es schlecht, ne? Beziehungsweise, wenn es keine Heilung gibt, das ist auch nicht schlimmer. Geld kostet das eine, aber wie gesagt, wenn es keine Heilung gibt, blöd. Aber wie gesagt, Weihnachten ist ein Fest des Friedens, kann man sagen. Ich hoffe, da ist in der Familie alles okay ist. Ja, wir machen hier weiter. Hier. Was ist das Verkehrte? Noch einen weiter. Ja, links ist eine schöne Pflege gerade. Da wollte ich Ballenpressen machen. Also ein bisschen mehr gehen soll. Wollte eigentlich heute die Version 3.1 fahren. Müsste eigentlich normal sein, aber jetzt hat keine Version 1 haben. Muss ich mal schauen. Aber denk mal, funktioniert ja soweit. So, was war hier? Kursberechnung, Kursgenerierung, Feldnummer 47. Vorgewende 2, wegen den Rändern so. Beim Wenden habe ich ja gesehen, oben beim Feld ist es knapp. Obwohl das echt knapp ist, so klein, ne? Kursgenerierung. Brauche ein paar Sekündchen. Und einstellen. So, was wollte ich noch? Ja, das war das. Ich wollte Traktor mal zurückfahren und dann wollte ich hier mal hier, ja, den, sag schon. Den Körper noch einstellen. Das dauert so zu lange. Also, der arbeitet fleißig durch und dann können wir gleich, der Arbeit hier, das ist auch notwendig. Hier würde ich auf Unkrautbekämpfung verzichten, das ist ja eh Futter, von daher. Als nicht so dramatisch sehen, ne? Also bei Klee und so, da darf ruhig ein bisschen. Ich sag mal so, Distel dabei sein, ne? Ich bin noch nicht zufrieden, weil das ist noch nicht so ganz, weil sobald das Ding nicht voll ist, ist das eine Förderband kritisch und das ist nicht gut. Und ich kann den auch noch nicht alles hinstellen, die anderen Kurse sollen gehen da vorbei. Was wollte ich noch? Ja, Personalfarming ist hier noch nicht aktiviert. Das ist Grund, dass ich die Ernte noch einfahren möchte. Das heißt, das wird noch ein bisschen dauern. Aber die allermeisten kennen es ja schon, ne?
Und da werde ich ja entsprechend abernten. Nach Möglichkeit. So. Ich habe auch hier auch einen neuen Mod drauf. Und zwar mit einem Flaggenmittel mit 10.000 Liter. Vom Mod auch runtergeladen. So. Da keine Leiter mehr. Ist abgestorben. So. Entschuldigung. Feld 12 ist ein bisschen ungünstig geformt. Aber es geht. Vielleicht kann ich mal hier irgendwann die Bäume entfernen und das zum teilweise mit zunehmen. Hier sehen wir die Ecke auf jeden Fall. Ja, ansonsten. Lohnzahlung. Naja, ist ja so, ne? Sonnenblumen einmal Dünger, dann haben die auch ihre. Wir haben ersten Wegpunkt und wir haben nichts hier mit. Die erste Reihe muss schon gemacht werden. So. Ja, 10.000 Liter ist schon ein bisschen mehr, ne? Das wäre hier theoretisch praktisch gesehen, müsste hier irgendwo sein. Flattenschutz. Dieser hier. Der hat 10.000. Das ist schon gut. Der Schlauch ist Düngerschlauch, ja. Müsste man für die Geräte dazu haben, ne? Wenn man das verwenden möchte für einige Mods geht sicherlich. Aber ich persönlich habe hier der Schafstall. Gucken. Ich habe ja vor, mir mit Schafen zu beschäftigen. Punkt 1 wegen der Wolle, Punkt 2 wegen Fleisch. Wasser ist voll. Ist das ein Schafstall oder das Kuhstall? Das ist kein Schafstall. Das ist dann da ist der Trigger für Milch. Müsste ein Kuhstall sein. Und 5 Schweinegehege. Viehweider, das ist Kühe, ja. Wo könnte hier das Ding sein, die? Die Schafweide. Hof 1. Schweine. 2. Viehweide, Kühe. Gärtnerei. Läuft ein Bauzentrum, globaler Markt, Weinberg, Kalkwerk. Kalkwerk wäre interessant, aber Kalk brauchen wir irgendwann mal, ne? Ja, wo könnten wir hier die Schafe sein? Oder hat er die Schafe entfernt? Hof 4 ist normalerweise Viehweide. Da müsste ich mal gucken, genauer, ne? Schafweide war ja klar. Ohne BGH, richtig. Aber Schafweide, hier ist Kuhstall. Das ist der andere Stall, ne? Also von der Optik her. Hat er die Schafweide entfernt? Schade, ne? Aber können wir nicht ändern. Da oben war kein Hof mehr, ne? Hof 2. Da ist die Schafweide. Mal gucken. Hier ist die Schafweide. Wir hätten mal ein bisschen Unterstand noch gehabt. Das sind ganz gute Räumlichkeiten noch. Oh, Regen. Ich habe meine Jacke vergessen. Ah, das ist dieser Hof mit dem Gebäude hier. Ah. Am Bach. Aber wo genau befinden wir uns jetzt hier? Beim Shop. Ist mir noch nicht so aufgefallen. Muss dann neu sein.
Oder? Geht dem nicht? Nö. Da schon. Komisch. Müsste eigentlich funktionieren normalerweise. Aktum ist durch. So, der Baum ein bisschen. Den fahren wir jetzt zurück. Zum Hof. Bisschen aufräumen müssen wir auch, ne? Oh, da ist ein Zaun. Kommt mir bekannt vor. Zaun? Das war doch was gewesen. BGA. Da wollten die Abfahrer nicht so, wie ich das wollte, und dann musste ich mal kurz gucken. Und dann konnten sie plötzlich. Ob das Absicht war, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, liebe Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Zum Weihnachtstag. Wenn ihr Zeit gefunden habt, ist okay. Alles andere ist auch okay. Ne? Habt ja sicherlich genug Zeit und Lust und Laune, weil ich auch ein oder zwei Tage später zu klauen. Ich bin immer dankbar dafür, wenn geguckt wird, mal geliked und auch mal vielleicht kommentiert wird. Das kann gemacht werden, wer Wünsche hat und wer Äußerungen hat. Wer Tipps hat, ist gerne gesehen, Ratschläge. Ja, ne? Dann seid mal tschüss, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal. Morgen zum ersten Feiertag. Vielleicht, wenn ihr Lust habt. Ich hab auf jeden Fall Lust. Tschüss.